Ein Bier aus Österreich und ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht, wer es genau gewesen ist und welches Bier das vor allen Dingen ist, das verrate ich euch wie immer in 6 Sekunden. Danke, lieben Seid, und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle weiter mit am Start seid. Und erstmal ein fetter Dank an den Sebastian. Der hat nämlich letzte Woche unter einem meiner Videos gepostet, ich sollte doch mal den Hirte Rubinbock probieren. Und da habe ich gesagt, Hirte Rubinbock? Nie gehört. Und dann ist es immer eine Frage von Sekunden, wenn ich mal schnell durchgoogle. Und dann merke ich so, gar nicht mitgekriegt, dass Hirte einen neuen Bock rausgebracht hat. War wohl auch in der Kulturbrauer-Box drin gewesen und jetzt ist er hier bei mir auf dem Kanal. Also Sebastian, vielen, vielen Dank dafür und wir werden uns jetzt hoffentlich viel Spaß damit bereiten, diesen Bock zu verkosten. Er hat Gerstenmalz, Hopfen und Wasser ist da drin und ansonsten, außer dass er 7 Volumenprozent hat, 16,5 Grad Plato und 32 Bittereinheiten, habe ich jetzt nicht viel rausfinden können, aber ich glaube, das werden wir jetzt einfach gemeinsam erledigen. Und ich glaube, farblich können wir schon vorstellen, auf was wir uns jetzt einlassen können. Ja, da wären wir, glaube ich, nicht enttäuscht. Boah, ist das eine... Was für eine Farbe. Und der Name Rubin ist, glaube ich, in diesem Fall echt Programm. Schöne, rote, ja, rubinrote Farbe. Ein Schaum, der herrlich am Glas hängt. Schaut mal, was man da für eine Gardine hinzaubern kann. Wunderbar. Ja, die Hirte Brauerei hat selber auf ihrer Webseite geschrieben, dass das ein Gemeinschaftsprojekt vieler in der Brauerei gewesen ist, die da zusammengeholfen haben, um dieses Bier zu brauen. Und oh, ich kann nicht. Boah. Also das sind so zwei dominante Aromen, die mich so richtig begeistern können. Und die sind beide da drin. Trockenfrucht und Karamell. Es ist super malzig natürlich auch im Hintergrund, aber dieses Karamell zusammen mit Trockenfrucht, boah. Freunde, das macht richtig Lust. Sehr zum Wohl. Cheers. Boah. Also das geht schon gut los. Also kräftige Süße, auch da wieder die Trockenfrucht, fett mit am Start. Kräftige Karamellnoten, da ist auch so ein bisschen Röstaromatik mit drin. Also klar, diese Farbe kommt ja nicht von ungefähr, aber dass man sie dann auch so rausschmeckt, finde ich spannend. Das ist eine ganz leichte röstaromatische Note. Angenehmer, kräutriger Hopfen. Einfach nur so schön solitär da. Leichte Bittere und gut balanciert, muss ich sagen. Also es ist ein richtig schön balanciertes Bier. Eben gerade so zwischen dieser leichten Hopfennoten und dann diese Röstaromatik und das Karamell, Trockenfrucht, alles schon ein bisschen dabei, aber eben alles super harmonisch und wunderbar ausbalanciert. Ganz toll weich im Mund auch. Und ja, was das Bier vielleicht auch noch so rund macht, ist, dass einfach so eine schöne Würze noch im Hintergrund mitschwingt, die das Ganze dann einfach so abrundet und die letzte Lücke dann einfach noch schließt und richtig, richtig schön. Also da muss man ganz ehrlich sagen. Und wir müssen über Alkohol reden. Wir haben 7,0 Volumenprozent. Das ist jetzt auch nicht unendlich viel, aber könnte man schon schmecken. Und ich muss sagen, man merkt, dass es ein bisschen wärmend ist, aber nicht übertrieben. Und der Alkohol eben auch in dieses ganze Konglomerat super, super eingebunden. Und vom Körper her so ein mittlerer bis ja, ein leicht voller Körper. Kohlensäure ein bisschen dezenter ausgefallen, aber doch sehr präsent und eine schöne ölige Textur. Das ist ein Bier, was richtig, richtig schön dann den Hals runterrinnt und da richtig schön warm macht. Süßlich, karamellig im Nachtrunk und eben diese angenehme Bittere, die mir irrsinnig gut gefällt. Und da ist sicher auch ein bisschen von der Röstaromatik, da das so eine leichte Bittere noch mit hinten reinkommt übers Malz, gefällt mir wirklich gut. Und deshalb gibt es für den Hirte Rubin Bock von Probier.TV gibt es dafür wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten für den Hirte Rubin Bock. Und ich kann euch nur empfehlen, legt euch davon auch mal so die eine oder andere Flasche an. Ich glaube, das ist auch ein Bock, den kann man durchaus mal 2 Tage lang liegen lassen. Und ich werde mir davon jetzt auch definitiv noch ein bisschen was besorgen und das einfach dann mal hinlegen und schauen, wie der sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr noch ein Abo da lasst und wenn ihr noch keins habt,
dann seid ihr auf jeden Fall informiert, wenn es hier ein neues Video gibt. Und wie gesagt, morgen werden wir uns schon wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.